So, immer noch beim Bosskampf. Eigentlich müsste ich schon lange im Bett sein, weil ich morgen wieder raus, früh raus muss arbeiten. Aber ich habe keinen Bock drauf, denn ich möchte dieses Spiel endlich zu Ende bringen. So. Nächster Try, Endboss. Ein paar Sachen habe ich inzwischen schon rausgefunden. Beispiel, dass es immer sehr hilfreich ist, wenn man in so einer beschissenen Ecke feststeckt. Aber ich so was, komm raus, du bist Sau. Bin ich jetzt gestorben? Ich kann es euch sagen, weil ich in die Ecke gedrängt war. Ich muss ihn zwischendurch immer wieder in die Mitte reinholen, ansonsten wird das nichts. Schade, war gar kein so schlechter Trial zum ersten Mal in der dritten Phase gewesen. Energie. Totalausfall.
Ich sehe nichts! Kann man nur den Kopf schütteln, echt. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Da fällt mir echt nichts mehr zu ein. Das ist jetzt schon das zweite oder dritte Mal, dass ich einfach daran sterbe, dass ich nichts mehr sehe, dass ich nicht weiß, wo ich bin. Dass einfach die Umgebungskollision mich daran hindert, zu sehen, wo ich hinlaufe. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe eben gerade versucht, immer nach links und dann den rechten Stachel zu erwischen, aber ich hatte nach rechts und es war alles wieder dämlich hochziehen. Ja, irgendwas hat mich getötet, ich weiß aber nicht was. Würde auch, wenn man einmal gegen diese komische rote Wand läuft, dann wird man ja auch so weggestoßen, was ja auch nervig ist. Meine Fresse, ey. Ich muss den rechten zuerst machen. Die rechte Seite zuerst, weil die am schwersten ist. Die rechte Seite zuerst kaputt machen. Mann, das ist so scheiße, ey. Das kann doch nicht sein, Mann. Er bewegt sich halt auch einfach so scheiße. Da, das meine ich. Da, ich bin hinten und dann auf einmal ist er vorne. Mit nur laufen geht's nicht. Das ist so kacke. Du bist hinten dran. Auf einmal bewegt er sich halt diesen einen Schritt nach vorne, weil du zu dicht hinten bist. Also es ist... Oh, das ist so ein scheiß Bosskampf. Das ist der Hammer. Wie kacke der einfach ist.
Mann, ich bin auch einfach nur noch... Ich bin müde, ich bin ungeduldig, ich habe einfach keinen Bock mehr, echt. Ich weiß gar nicht, wie spät wir es haben. Oh Gott, ey, ich muss morgen früh raus. Ich muss ganz, ganz dringend langsam mal fertig werden hier. Schon haben wir wieder ein. Na, mach ich halt erstmal hin, wie gesagt. Ich weiß nicht mehr, was ich noch tun soll. Ey. Kacke. Oh Mann, ey. Alter Schwede, ist das ein Scheiß. Mann, was mache ich denn falsch? Ich kann nicht blocken. Ich kann das nicht mit dem Ausweichen und dem Hochspringen. Ich bin einfach zu doof dafür. Ich krieg das nicht hin, vor allem, weil er auch in dem Moment einfach auf der Stelle stehen bleibt. Ich glaube, das kann ich gegen den auch nicht machen. Entweder ich block den großen Angriff oder ich lasse es halt sein. Jetzt ist mal die andere Seite an. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Richtig, aber ich brauche eine mehr Range-Waffe oder mit einer Zweihandwaffe würde ich hier gar kein Land sehen. Ey, das ist einfach. Vielleicht hätte ich doch meine Ausrüstung vorher ummodeln sollen, dass ich halt komplett auf Ausdauer gehe. Ich halt zwar mit einem Schlag sofort aus den Nasen, aber. Ja, jetzt bin ich hier in die Wand gestoßen, ne? Zu weit weg. Komm da nicht ran. Hat er mich sofort mit einem Schlag gekillt. Da braucht er. Sonst brauchen wir zwei Schläge, jetzt brauchen wir nur noch einen Schlag. Okay, das mit der linken Seite funktioniert aber wesentlich besser, aber dann habe ich halt mit der rechten Seite Probleme. Krass, 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 krass. Hallo, dürfte ich vielleicht mal hier... Oh.
so weit weg. Oh nein! Mir ist gerade aufgefallen, wäre ich da weitergegangen, hätte ich wieder dasselbe Problem gehabt wie vorhin. Ich glaube, von der linken Seite habe ich mehr Chancen, das zu machen. Aber ich habe gesehen, dass er zu weit nach außen gedriftet war, deswegen musste ich kurz nach rechts gehen und dann hatte ich halt wieder die Arschkarte. Ja, linke Seite zuerst ist besser. Und die rechte Seite wird dann halt am Ende richtig, richtig hart. Schwein gehabt. Ja, wenn ich da einmal zu viel mache, habe ich halt schon wieder die Arschkarte. Weiß nicht, was ich gegen diesen Dingsbums machen soll, gegen diesen Schlag. Ich muss, glaube ich, wenn er ausholt, muss ich, glaube ich, entweder drüber springen oder nach unten. Das heißt, ich muss halt direkt mich einfach ducken, L1 und den Joystick nach unten drücken. Diesen mittleren Schlag, wenn der einmal kommt, bin ich halt am Arsch. Vorhin habe ich ihn irgendwie geblockt oder ich habe ihn ausgewichen, als ich nach vorne gelaufen bin. Aber halla die Waldfee. Ah ja, natürlich. Ist wieder passiert. Ich bin einfach nicht schnell genug. Wenn ich sehe, dass er den Schlag macht, muss ich sofort L1 drücken und dann dementsprechend reagieren. Aber das, ich bin einfach zu langsam dafür. Ich glaube, es hat keinen Sinn, dass ich das ausprobiere. Ich muss versuchen, einfach in ihn herein zu dodgen. Um den. Oder ich versuche ganz nach. Ja, er hat einfach zu viel Range mit dem Angriff. Ganz nach außen zu dodgen würde auch nicht viel bringen.
Glück gehabt. Ey, das ist ein Scherz, oder? Er macht ihn halt zweimal hintereinander, den Angriff. Wirklich? Hat er noch nie gemacht, aber jetzt auf einmal macht er ihn zweimal hintereinander. Weil er dachte, hey, komm, wir können den Illy noch mehr nerven und ärgern. Wenn er sowieso schon so genervt ist, nerven wir ihn einfach nochmal. Machen wir diesmal zweimal den Angriff. Oh Mann, ey. Will das auch, dass er automatisch immer... Scheiße! Ja, ich muss, ja, ich glaube, ducken reicht auch nicht. Ich muss springen. Muss drüber springen. Ja, also mein Todesurteil ist dieser komische Seitenhieb, den er mit der rechten Hand macht. Das ist mein Todesurteil. Sobald das kommt, bin ich halt am Arsch. Das kann ich einfach nicht mal blocken. Wenn das kommt. Ich muss mir das angewöhnen. Wenn das kommt, dass ich dann hochspringe. Hier. Sehe mal wieder nichts. Ich sehe nichts! Ja, ich sehe nichts, Spiel! Können wir bitte aufhören? Kannst du bitte hier weggehen? Ist das möglich?
shit. Ja, dann bleib ich halt am Fuß hängen. Geil. Ich kann ihn nicht mal anvisieren. Was muss ich machen? Spiel? Ach, ich muss das Ding aktivieren, okay. Ah, super, in der Phase war ich halt noch nicht, ne? Oh, ich muss. Entweder muss ich. Ne, das Ding kann ich ja nicht aktivieren, oder ich guck mal gerade, weil die Wand war, glaube ich, weg. Na, immerhin, ich habe die Phase mal geschafft. Guck mal auf die schlaue Uhr, was sagten die? 27 Minuten, ich glaube, ein, zwei Tries können wir noch machen. Ey, das Gamepad ist so voll geschwitzt, ist der Hammer. Ansonsten muss ich den morgen noch machen. Eigentlich ist das schon wieder unser Plan. Ja, ich glaube, ich muss. Ich muss in die Mitte. Also mit dieser Scheißposition wieder. Boah, ich hab's gedodged! Ja, dafür haben wir das nicht gedodged. Autsch! Ja, diesen ganz großen Schwinger. Da stand ich wieder in der Ecke, da konnte ich wieder nicht ausweichen. Aber diesen Dings habe ich einmal gut gedodged, indem ich mich geduckt habe und einmal nach oben gesprungen bin. Das hat durchaus funktioniert. Eigentlich, das ist mir alles viel zu hektisch. Bin zu alt für so eine Art von Spiel. Er stand auch immer jetzt sehr, sehr weit außen. Darf er halt nicht. Wieder da aus. Ah, da war ich zu gierig. Gleich die Quittung bekommen.
Das habe ich zu spät gesehen. Ja, ich glaube, ich muss in die Mitte und das Ding aktivieren. Das scheint mir die einzige Möglichkeit zu sein. Während... Aber das geht doch gar nicht. Während er mich da verfolgt, ist doch mega bescheuert. Na gut, letzter Try in der Folge. Man muss sich echt ins Bett, ey. Ich bin viel zu lange. Kacke. Ich mache immer 3 Schläge. Ich darf nur 2 Schläge machen. Ich darf mich nicht verlocken lassen, 3 Schläge zu machen. 3 Schläge ist einer zu viel, weil ich dann keine Ausdauer mehr habe, um auszuweichen. Ich darf nur 2-mal angreifen. Maximal. Maximal 2-mal. Und auf der anderen Seite darf ich sogar nur 1-mal angreifen. Ich hab viel übertrieben. Ich habe eigentlich L1 gedrückt, aber ich habe den falschen Stick gedrückt. Ach man, ey. Ich glaube, es hilft was, wenn ich in ihm herein dodge. Er dreht sich, glaube ich, nicht schnell genug mit. Fuck, ey. Ich hasse den Boss. 1-mal in die zweite Phase gekommen und dann schon nicht gecheckt, was ich machen soll. Bin, dann macht er halt diesen scheiß Angriff immer. Das kann doch nicht sein, Mann. Es ist so eine Scheiße, wenn der so kacke in der Ecke steht. Du kommst nicht an ihm ran, wenn er in der Ecke steht. Du wirst dann da reingequetscht und das... Ach, das ist einfach so ein krasses Fail-Design, ey. Ohne Witz. Also die ganze... das ganze Finale ist einfach nur lächerlich scheiße und frustrierend. Kein Spaß. Ah, der Boss hat mich selber dran schuld, weil ich ein bisschen doof bin, aber... Ja, super! Er schwenkt halt einmal in 90 Grad Winkel, einmal ringsherum. Wie habe ich das vorhin gemacht, dass ich da tatsächlich das überstand? Ich glaube, es geht tatsächlich nur L1 drücken. Ich muss L1 drücken und dann den rechten Joystick. Es geht mit dem linken, geht es nicht. Es geht nur mit dem rechten, dass man halt dementsprechend nach oben hüpft oder nach unten. Und das ist halt, das kann ich halt einfach nicht. Das ist halt einfach Kacke, ist das. Ist genauso wie in Lords of the Fallen, als ich da das Kontern am Ende noch gelernt habe. Das kann nicht
sein. Eigentlich wollte ich schon lange. Oh nein, 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 nein. Jetzt habe ich es irgendwie geschafft. Linke Seite ist echt kein Problem. Jetzt habe ich dreimal. Langer Schwänger. Gehabt. Oh nein, jetzt steht er blöd in der Ecke. Ja, ich krieg jetzt halt die Quittung. Jetzt komm da endlich raus aus der Ecke, Mann. Weg deinem blöden fucking Hintern. Ja, nur damit du in der nächsten Ecke stehst. Super. Stehst da scheiße! Oh Mann, komm doch mal raus da aus der Ecke, du fucking Boss! Ich habe einen Schritt. Ich habe den einen Schritt vergessen, den ich noch machen muss. Das habe ich erwischt. So, jetzt kommt die rechte Seite. Nein, das kann nicht sein. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Danke, Spiel. Das jetzt? Oh. Okay. Der wird jetzt zumindest zerstört und da kommt so ein komisches Vieh raus. Okay. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein paar Tries. Zweite Phase habe ich jetzt zumindest verstanden. Ich muss in die Mitte. Also ich muss nur drei Beine muss ich zerstören. Drei Beine.
Nein. Denk ja nicht mal dran, dass ich nicht mehr. Bitte. Was geschieht mit mir? Scheiße. Schon wieder eine super Position hier. Jetzt komm da mal bitte raus. Nein. Wow. War ich schon hier zu weit weg? Nein, das kann nicht sein. Ich habe langsam eine Art psychische Kontakt. Ah, blöde Idee. Aber ich habe noch genug Energie gehabt. Der Schwinger bringt mich immer um. Es ist der Schwinger, der mich einfach immer umbringt. Er hat ihn diesmal nur zweimal gemacht. Man darf nicht zu weit weg sein. Und ich habe jedes Mal das Problem, dass er zu dicht an den Wänden steht. Dann kann ich nicht gegen ihn kämpfen. Ich sehe nicht, wohin ich schlage. Ach Mann, ey, Leute. Das geht doch alles deutlich besser, ey. Bosskampfmäßig. Ich hatte nicht das Gefühl, dass hier Nordhoff vorhin irgendwann mal das Problem hatte. Dass der Boss zu sehr an irgendeine Wand dran stand. Was, der hat mich erwischt? Wirklich? Kann ich eigentlich schon den Fall vergessen. Ja, genau. Könntest du vielleicht bitte noch weiter hinten stehen? Das meine ich halt, Leute, ne? Ich komme halt an ihm nicht hinten ran, weil er halt genau in der Ecke steht. Alter, das ist einfach widerlich, ist das. Ich meine, wenn man sich da mal an den ersten Boss zurückerinnert, der hat immer, wenn er in der Ecke stand, hat er sich auf eine andere Seite positioniert. Was halt wirklich toll war. Aber hier musst du halt echt Glück haben, dass du ihn von Anfang an in der richtigen Position bringst. Ansonsten hast du echt die Arschkarte. Allein wie er jetzt hier am Anfang schon steht, ist halt einfach schon beschissen. Muss ich so lange warten, bis die Dinge alle runterkommen. Ja, das meine ich halt, ne? Dass er sich halt genau in die Mitte positioniert. Scheiße.
konnte gar nicht. Ich hab L1 gedrückt, um zu blocken. Aber er hat's nicht mehr gemacht. Er hat nicht mehr geblockt. Er hat den ersten Schlag direkt kassiert und danach kannst du nichts mehr machen. Den zweiten kannst du nicht mehr ausweichen. Höchstens nochmal eine Injektion reinballern. Alter, dieser Schwinger ist einfach sowas von ätzend, ey. Ich weiß nicht, was ich gegen den machen soll. Ein paar Mal hatte ich Glück, da habe ich irgendwie es geschafft im richtigen Moment. Du musst halt schon anfangen zu blocken, wenn du siehst, dass er ihn jetzt einsetzt. Du musst es erahnen, dass es einsetzt. Nein, das war blöd, das war richtig blöd. Oh Gott. Ich habe aus Versehen eine Combo gestartet. Und dann hat er halt dreimal zugeschlagen. Oh Mann, das darf nicht passieren. Was mir auch auffällt, was ich auch ein bisschen ätzend finde, die Energie regeneriert richtig langsam. Das dauert ewig, bis man mal so eine Injektion reinballern kann. Das ist richtig krass. Das war was anderes gemacht. Ich darf nicht zu weit weggehen. Ich muss immer an ihn dran kleben. Sobald ich zu weit weg bin, macht er seine Range-Angriffe und dann bin ich halt am Arsch. Ich darf nicht zu weit weg. Ja, da haben wir es schon. War schon wieder zu weit weg.
Und jetzt wurde ich dafür bestraft, dass ich versucht habe, mehrfach anzugreifen. Gerade an deiner blöden Hand fest. Boah! Okay. Ich habe nicht mehr genug Zeit. Ich muss, glaube ich, mit drüber dodgen. Das Problem ist, sobald er seine linke Gliedmaße auf den Boden stampft, zählt es als Kollisionsabfrage. Und schon komme ich nicht mehr an die hintere Bein ran. Was halt mega nervig ist. Ich sehe nichts! Ich dachte genau in der Ecke. Okay, jetzt kann ich es vergessen. Das ist immer so ein Witz, das Spiel, ey. Es ist, sobald ihr einmal in der blöden Ecke steht, kann ich es halt vergessen. Und es springt halt auch nicht von alleine. Es springt halt von alleine nicht. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang ihr das macht, wann ihr halt mal wegspringt. Ich habe keine Ahnung. Aber der erste Boss im Spiel, der macht das. Wenn der zu weit in der Ecke drin ist, dann springt er von allein wieder auf einer anderen Stelle, wo er halt bessere Position hat. Und der macht das einfach immer gut. Willkürlich ist hier da kein Muster. Ich stehe wieder so blöd in der Ecke hier.
reingab. Nein! Ja, wenn ich mitjumpe. Ja, es geht deutlich besser. Dann bleibe ich immer hinter ihm. Nein, das kann nicht sein. Ich habe langsam eine Art psychischen Totalausfall. Dass ich nicht zu dicht dran stehe. Okay, letzter Versuch. Schade. Da stand ich zu dicht dran. Aber das mit den... ich krieg das besser mit der linken Hand, wenn ich auf rechts gehe. Vielleicht mache ich das als erstes. Ich versuche mal. Es geht auf deutlich besser jetzt. Das zuerst mache, dann kann ich mich voll und ganz auf die linke Seite konzentrieren, die jetzt nicht so gut ist. Zerstören.
Alter Schwede, legt er los. Na komm schon, greif an, Mann. Alter Schwede, dieser Ansturm ist halt mega bescheuert. Okay. Okay, da muss ich noch weiter dodgen. Na gut, ich werde mal aufhören. Schon viel zu lange gemacht. Okay, zweite Phase ist eigentlich genauso wie bei dem Black Cerberus. Der macht da auch nichts anderes. Gut, ich habe jetzt die erste Phase zumindest schon mal drinne. Wow, viel zu lange gemacht und ich muss morgen früh raus. Das wird ätzend. Okay, nette Tries gewesen. Auf jeden Fall weiß ich jetzt schon mal, wie ich die erste Phase angehe. Ich fange erst rechts an, nachdem ich jetzt inzwischen weiß, wie ich das am besten dodge. Ich muss an ihn dranbleiben, damit er nicht den Schwinger macht. Und dann mache ich die linke Seite ganz chillig und die letzte Phase muss ich mir, glaube ich, noch mal ein bisschen genauer anschauen. Weiß nicht genau, wann ich die Angriffe setzen soll. Mal gucken. Gucken wir einfach mal. Vielleicht muss ich auch ein bisschen mehr dodgen. Blocken. Ja, okay. Das war's. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Tschüss.